Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Herausforderung Kanada auf Jurassic. Wie der Park aussehen kann, zeige ich euch natürlich jetzt. Nun, du machst das toll. So, also mein Park auf 5 Sterne. Wie er aussieht, zeige ich euch natürlich jetzt hier. Natürlich braucht ihr einen kompletten Schutzraum. Abdeckung von 99% habe ich die hier. Es muss nicht auf wirklich auf 100% sein. Toilettenabdeckung muss genauso hoch sein. Okay, ich habe zwar ist das eigentlich, frage mich, warum hier keine 100% sind, aber naja, oder nur 99. Jedenfalls haben wir hier wirklich komplette Abdeckung. Transportsystem. Transportsystem ist dieses Großes, das müsst ihr erforschen. So, dafür braucht ihr nur 3. Also einmal hier unten und schon habt ihr hier wirklich alles grün. Dieses erforscht ihr natürlich in der Forschungsabteilung, nämlich hier unten. Ups, 1, 2, nein, dahin. Ist nämlich das hier. Das müsst ihr erforschen, um wirklich auch 5 Sterne zu erreichen. Dann haben wir natürlich Gästeverteilung, ist eigentlich soweit egal, eine komplette Nachfrage an Einrichtung. Bei den Einrichtungen habe ich das so gemacht, ihr müsst gucken, wie ihr die verteilt. Ich habe hier oben nur wenige Dinos, da reicht ein bei mir die mittleren hin. Hier, wo die meisten Dinos sind, habe ich 3 große. Genau wie hier hinten habe ich auch nochmal 3 große. Dann haben wir hier inzwischen wirklich nur dreimal die kleinen, weil hier wirklich die Abdeckung. Ja, hier. Die Abdeckung hier wirklich sehr gering ist. Und hier unten, wo die meisten nochmal ein paar mehr Dinos sind, haben wir auch nochmal 3 große. So, somit haben wir die Essensversorgung. Und natürlich müsst ihr diese anpassen auf eure Leute, die ihr habt. Ich habe hier viel die grün, also naturmäßig, die könnt ihr hier somit anpassen und somit noch mal ein bisschen mehr Geld herauskitzeln. Dann müsst ihr, wenn ihr das eingestellt habt, geht da noch mal raus, geht da noch mal rein. Dann seht ihr es besser, weil ich habe hier jetzt zum Beispiel, wenn ich hier auf leer gehe, haben wir 16.000 auf das gleiche 25. Wenn ich jetzt Skelettausstellung mache, haben wir 26.000. Und wenn ihr das so seht, habt ihr 24. Da gehen wir mal raus. So habt ihr die 26. So. Dann sind wir mit den Gästeabdeckungen auch soweit fertig. Natürlich Besucherandrang. Das sind die Wege, kleine Wege und dicke Wege. Hier ist ein bisschen mehr. Ihr seht hier, hier ist ein kleiner Weg, der auf einen größeren Weg trifft und dann wieder einen kleinen Weg geht. Hier wollten sie, naja, das wirkt euch auf die potenziellen Gäste aus. Natürlich könnt ihr hier noch mal gucken, welche Leute hier wo einkaufen. Und natürlich eine saubere Sichtbarkeit. Das ist nämlich sehr wichtig. Habe ich hier bei 100%. Dieses erreicht ihr natürlich mit den Beobachtungsgalerien, Beobachtungsplattformen und Gyrostationen sowie die Parkstationen. Das könnt ihr hier sehen. Ich habe hier überall eine Gyrostation an jedem Gehege dran. Ihr könnt natürlich so auch die kompletten Abdeckungen sehen. Den Wald habe ich meistens in der Mitte gelassen und außenrum die Gyrostation gemacht, dass hier Wasser in der Mitte ist, Wald in der Mitte ist. Oder an den Rändern, wie zum Beispiel hier. Da geht die Gyrostation hier vorne lang, hier rum. Und außenrum haben wir Wald, dass die Dinosaurier zufrieden sind. Ja, so, da gehen wir nochmal in die Parkbewertung allgemein rein. Ich habe hier eine Anziehungskraft von 205%. Es ist sehr viel, eigentlich 100%, also das Doppelte nochmal, als wir eigentlich brauchen. Und ihr seht schon, beliebter Saurier ist der Tyrannosaurus Rex. Und ihr seht hier die Einbrüche, das sind nämlich die Schneestürme.
Die Gäste haben wir natürlich hier, könnt ihr hier nochmal sehen, 99%, 99% Ticketverkäufe und Einrichtungen. Weil, warum die jetzt rot sind, kann ich euch nicht sagen. Aber ihr seht unten Bilanz von knappen, sagen wir mal, 300.000 nur von den Versorgungen. Hier seht ihr nochmal, dass ich 53% Naturleute habe. So, wie habe ich 205% erreicht? Die 205% habe ich hier wirklich mit nur Dinos. Habe ich hier oben zweimal Tyrannosaurus Rex, dann nochmal Strotonimus, mehrere, dann nochmal zwei Nodosaurier, hier ein zwei Kreatosaurier, hier vier Herasaurier, hier nochmal zwei Deinonychus. Dann haben wir hier zwei Baronyxes. Okay, der ist gerade hier durchgebrochen. Nochmal zwei Tyrannosaurus Rex, also insgesamt viertmal Tyrannosaurus Rex. Dazu noch zwei Carnotauren und nochmal sechs Deinonychus. Dann vier Dilophils, ein Metriacanthosaurier, Parasaurier und Gallimus sind hier auch noch, zwei Velociraptoren, ein Giganotto und zwei Quantosaurier, hast die sehen. Also relativ viele Fleischfresser, um natürlich die Anziehungskraft zu erhöhen. Denn jeder Dinosaurier hat ja eine Anziehungskraft, die wir benötigen. Die seht ihr oben unter dem Namen des Dinosauriers. Der hat hier zum Beispiel 200, der 99, 26 und natürlich der Rex hat eine Anziehungskraft von 1266. So, das zu meinem Park. Ich habe hier natürlich, seht ihr noch, fehlen noch die Forschung. Die Forschung, was sie eigentlich nur wirklich nur braucht, ist wirklich hier. Die Fleischfresser sind natürlich sehr wichtig. Gehege eigentlich relativ unwichtig. Natürlich hier die ersten drei Zäune müssen jetzt nicht unbedingt sein. Das hier ist optional. Wie ihr halt im Spiel durchkommen wollt, ob ihr öfters mit den paläo-medizinischen Anlagen rumfahren wollt. Genommodifikationen sind eigentlich nur zwei wichtig. Das sind die beiden hier, nämlich starkes Immunreaktion und ermöglicht Anwendung für die Gäste, genauso wie die Lebenserwartung, die habt ihr aber alles vornherein schon. Was ich noch drin habe, ist hier eigentlich nur dieses beides. Brutstätten-Upgrade 1. Für die Aussichtsplattform reichen die ersten drei. Es sei denn, ihr wollt was anderes bauen. Getränke reichen auch nur die drei. Großes Hotel habe ich gar nicht gebaut, also das hier müssen wir ja bauen, um überhaupt 5 Sterne zu erreichen. Natürlich diese drei Schutzraum. Ja, hier reicht es eigentlich auch, die oberen drei nur zu nehmen. Hier natürlich das, das und das. Und natürlich dieses alles. So weiter habe ich jetzt auch hier nicht gemacht, ihr habt. Ja, das war eigentlich so ungefähr sieht der Park aus. Die Hotels und alles. Ja, Leute, somit ist Jurassic Park Kanada das erste fertig von den Herausforderungen. Und natürlich kommt noch ein kleines Tipps und Tricks Video, wie ihr das am besten schafft, wegen dem Geld und hast nicht gesehen alles. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.